Hallihallo, liebe Freunde auf YouTube, willkommen zu einem neuen Escape from Tarkov Video. Wir schauen uns heute wieder eine Quest an, und zwar vom guten Peacekeeper, nämlich die Quest Humanitäre Versorgungsgüter. Die Quest habe ich schon fast fertig. Ich habe mir gedacht, ich nehme trotzdem nochmal ein Video für euch auf, was wir hier machen müssen und wie wir die erfolgreich erledigen können. Das seht ihr in diesem Video. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wenn es euch am Ende gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wir legen los. So, für die Quest Humanitäre Versorgungsgüter müssen wir auf die Map Küste. Und ich habe da mal was vorbereitet. Hier haben wir die Map Küste. Wir müssen einmal hier oben einen Truck markieren. Hier unterm Resort ein, oder beziehungsweise hinterm Resort ein Truck markieren. Diese UN-Trucks. Ich zeige euch die gleich noch auf der Map, wie die genau aussehen. Alles, was wir dafür brauchen, sind natürlich wieder mal zwei Markierer. Ich bin mir gerade tatsächlich unsicher, ob ihr die vom Peacekeeper bekommt. Ansonsten einfach beim Händler Prepper, das solltet ihr mittlerweile aber wissen, könnt ihr die natürlich kaufen gegen 15.000 Rubel. Und dann brauchen wir ebenfalls für diese Quest die Unterrüstung. Jeweils Helm und Rüstung. Wenn euch das bei Peacekeeper zu teuer ist, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch auf dem Flohmarkt erwerben. Ich würde euch allerdings raten, die bei Peacekeeper zu kaufen, solltet ihr hier den Umsatz, wie ich zum Beispiel, noch nicht so hoch haben, wie ihr ihn eigentlich gerne hättet. Das pusht das Ganze natürlich nochmal. Was wir ebenfalls finden müssen, sind die MRE-Notrationen. Zeige ich euch auch nochmal, wie die aussehen. Diese hier. Wenn ihr die also findet, dann solltet ihr die aufbewahren und eben beim lieben Herrn Peacekeeper abgeben, weil das ist nämlich eine Teilaufgabe dieser Quest, 5 MRE-Rationspackungen ebenfalls mit abzugeben. Ja, markieren und MF unter Schutzweste und den UN-Helm müssen wir tragen, während wir 10 Scuffs auf der Map töten. Ich würde sagen, wir joinen jetzt mal der Map und schauen uns die Trucks nochmal etwas genauer an. So, kurze Orientierungsphase. Wir sollten uns gerade irgendwo hier so befinden, schätze ich. Von daher ist es eigentlich relativ egal, wo wir jetzt zuerst hingehen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zuerst einmal zum Resort, snack mir den Truck da weg und dann gehen wir straight Richtung Küste, um uns den nächsten Truck nochmal genau anzuschauen. Wir sehen uns gleich an den Wagen. So, hier nochmal als Orientierung für euch. Wir sind hier am Helikopter direkt vorm Resort. Hier ist das East Wing, hier ist der West Wing. Und wir müssen hinter den West Wing, wo sich der erste Truck befindet, den wir jetzt hier markieren wollen für die Quest. Da laufe ich einfach mal hier straight durch. So, da haben wir hier den ersten UN-Truck. Leute, die meine Videos etwas verfolgen, die wissen, oder ja, ihr solltet allgemein im mittlerweile in dem Spielverlauf bereits wissen, dass ihr nicht dort stehen bleiben müsst, bis diese Zeit abgelaufen ist. Ihr könnt direkt weiterrennen, ihr dürft nur nicht sterben. Wir machen uns auf zur Küste zum nächsten Truck, um auch diesen zu markieren. So, angekommen auf der Straße müssen wir nur noch durch diesen schicken blauen Bauzaun durch. Und zwar, es müsste die rechte Seite sein und da sehe ich ihn auch schon, der nächste und letzte UN-Truck, den wir hier markieren müssen, um die Quest jetzt in meinem Fall abzuschließen. Wenn ihr noch Scuffs töten müsst und ihr wisst nicht genau, scheiße, irgendwie finde ich hier keine Scuffs aus dieser Map, da kann ich euch nochmal so ein bisschen helfen. Ich zeige euch mal die Route, die ich meistens laufe, wenn ich irgendwelche Scuffs töten möchte. Ihr spawnt ja in der Regel immer so hier in diesem Bereich oder irgendwie hier so in diesem Bereich. Zumindest in den meisten Fällen gefühlt. Und wir haben auf jeden Fall hier Scuff-Spawns, wir haben hier unten Scuff-Spawns. Hier oben auf der Insel, die ihr über diesen kleinen Anhänger erreichen könnt, spawnen ganz gerne Scuffs. Wir haben immer meistens an der Tankstelle Scuffs. Wir haben hier welche. Wir haben hier oben auch einen Sniper-Scuff unter anderem mit auf dem Dach. Hier laufen auch immer mal wieder welche rum. Hier sehe ich tatsächlich sehr, sehr selten welche. Und dann haben wir hier oben beim Exit, ich weiß jetzt gar nicht, wo das genau ist, hier glaube ich, ne?
haben wir auch immer noch mal ein, zwei Scav. So, das heißt, meine Strecke, die ich meistens immer laufe, ist einfach tatsächlich die Straße entlang. Ne? Also wenn ich jetzt, angenommen, ich spawn jetzt hier, dann laufe ich hier einmal lang, check hier einmal die Gegend, ruhig auch bis hinten hinlaufen. Hier hinten sind auch manchmal noch Scavs. Und dann gehe ich in der Regel hier einmal nach oben, hole mir den Sniper-Scav und clear diese Gegend. Gehe dann rüber zur Tankstelle, clear die Tankstelle, lauf dann hier und dann hier meistens auch zum Exit. So, tolle Zeichnung. Ich hoffe, ich konnte euch aber ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, für Scavs einfach immer irgendwie an der Straße halten, da lang zirkeln. Das geht in der Regel ganz gut. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist aus dem Gebiet erfolgreich entkommen. Und dann sollte die Quest auch schon abgeschlossen sein. Leute, wenn ich euch damit helfen konnte, würde ich mich riesig über ein Like freuen und auch über ein Abo auf diesem Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht das gut. Ciao, ciao.